Meine Vision von Berlin 2050 ist die einer gerechten Stadt, einer Stadt, in der Antidiskriminierungskultur gelebt wird. Und das bedeutet, dass Diskriminierung in all seinen Formen und auf allen Ebenen als gesamtgesellschaftliches Problem auch erkannt und benannt wird und dass es ein Recht auf, dass das Recht auf Nichtdiskriminierung auch durchsetzbar ist und Teilhabe und Repräsentation eine Selbstverständlichkeit sind. Und dafür braucht es ja vor allem den politischen Willen, um an den lang gewachsenen und tief verwurzelten Machtverhältnissen auch zu rütteln. Und die Widerstände sind ja enorm. Das sehen wir ja aktuell und sehr eindrucksvoll bei der Verabschiedung des LADG und auch in anderen Debatten, wie groß die Widerstände sind. Und eine zentrale Hürde sehe ich nach wie vor, das ist ein unzureichendes Wissen und mangelndes Problembewusstsein über Diskriminierung als gesellschaftliches und strukturelles Problem gibt. Also die aktuellen Debatten zur Polizeigewalt, zum Landesantidiskriminierungsgesetz, Racial Profiling und der Frage, ob es strukturellen Rassismus in Deutschland gibt, zeigen genau dieses Problem auf. Diskriminierung wird zunehmend thematisiert, aber häufig immer noch auf Einzelfälle und individuelle Vorurteile verkürzt. Also zu gerne und zu oft wird eben von Einzeltätern ausgegangen und es wird von Schuld und absichtsvoller Diskriminierung gesprochen und es wird zu wenig auf die Effekte von Diskriminierung geschaut und auch zu wenig auf die Betroffenen gehört. Und dahingehend braucht es mehr Sensibilisierung, mehr Bildungsarbeit, mehr Wissensvermittlung, aber es braucht auch mehr Forschung. Es braucht Testings, es braucht Monitoring und es braucht Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten, um diese strukturelle Dimension von Diskriminierung auch sichtbar zu machen. Also wer ist eigentlich wie und wo betroffen von Diskriminierung, von welcher Form von Diskriminierung oder welchen Formen von Diskriminierung und welche Auswirkung hat das auf die Diskriminierungserfahrenen, aber auch auf die Gesellschaft als Ganzes? Da stehen wir zum Teil noch am Anfang. Die Datenlage ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern sehr dünn und die Diskussion ist vor nicht allzu langer Zeit erst um diese Daten auch gestartet. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Und eine weitere Herausforderung liegt in der Durchsetzung von Antidiskriminierungsrecht. Also das LADG war ein wichtiger, ein großartiger Schritt, ein notwendiger Schritt und weil es ja zunächst einmal auch Recht braucht, auf das ich mich beziehen kann, die Grundlage und konkrete Ansprüche benannt werden und auch die Grundlage für die Durchsetzung geschafft werden. Aber es geht jetzt darum, dieses Gesetz auch zu nutzen, später auch zu evaluieren, ganz sicherlich. Aber jetzt konkret in der Nutzung dieses Gesetzes aus der betroffenen Perspektive ist es von zentraler Bedeutung, dass Betroffene Zugang, niedrigschwelligen Zugang zu Recht erfahren und diese Rolle erfüllen die Antidiskriminierungsberatungsverbände und auch die Selbstorganisationen, weil sie eben Betroffene beraten, unterstützen und jetzt nach dem LADG ja auch in bestimmten Konstellationen auch klagen können. Und gerade diese Klagen auch mit solchen Klagen, mit solchen Prozessen und Präzedenzfällen können auch tatsächlich strukturelle Veränderungen erzielt werden. Also von daher haben die Antidiskriminierungsberatungsstellen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung auch von Recht und ganz konkret jetzt auch zum Landesantidiskriminierungsgesetz. Dann komme ich nämlich auch schon direkt zu den konkreten Maßnahmen und bezugnehmend auf die zentrale Rolle von Antidiskriminierungsberatungsstellen, von Unterstützung, von Empowerment-Angeboten auch für diskriminierungserfahrene Gruppen, braucht es eben eine Stärkung dieser unabhängigen Beratungs- und Empowerment-Angebote in Berlin. Und Berlin ist relativ gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Bundesländern und dennoch ist einiges zu tun. Und wie gesagt, angesichts der neuen Aufgaben, die für Beratungsstellen kommen, müssen diese Stellen weiter ausgebaut werden. Sie müssen in eine Regelfinanzierung kommen mit langfristigen Perspektiven. Und es braucht auch weitere Beratungsstellen. Ja, es braucht sowohl community-bezogene Beratungsstellen, die einen niedrigschwelligen Zugang gewährleisten. Und es braucht auch handlungsfeldbezogene Stellen, die eine spezifische Expertise zu bestimmten Handlungsfeldern entwickeln können. Und nicht zuletzt hat ja das LADG auch die Diskriminierungsdimension-Katalog erweitert im Vergleich zum AGG. Und das heißt also, die Beratungsstellen oder die Beratungsstrukturen müssen auch diese Erweiterung in den Blick nehmen bezüglich der Dimension. Also was heißt jetzt zum Beispiel die Diskriminierung aufgrund des sozialen Status? Ja, also welche Netzwerke, welche Strukturen, welche Beratungsangebote braucht es da auch in Zukunft?
Und genau, das ist die eine Maßnahme, also eine Stärkung der unabhängigen Beratungs- und Empowerment-Angebote in Berlin und Erweiterung des Angebotes. Und bei der zweiten Maßnahme habe ich jetzt ein bisschen geschummelt und sage, es braucht nicht nur eine zweite weitere Maßnahme, sondern es braucht einen ganzen Maßnahmenkatalog. Und in Bezug auf rassistische Diskriminierung braucht es insofern eine Erneuerung des Landesaktionsplans gegen Rassismus. Und vorbildhaft hierfür kann das im letzten Jahr beschlossene Landeskonzept zur Weiterentwicklung von Antisemitismusprävention sein, in dem eben nach Handlungsfeldern konkrete Ziele und Maßnahmen benannt werden. Also was muss konkret im Bereich Bildung passieren, in Justiz, in Wissenschaft, Forschung und eben auch zur Antidiskriminierung und Opferschutz passieren. Und eine der zentralen Maßnahmen aus der Landeskonzeption ist ja die Ernennung eines Antisemitismusbeauftragten auf Landesebene. Und das halte ich für notwendig, auch für das Thema Rassismus. Also es braucht einen Ansprechpartner, es braucht einen Beauftragten auf Landesebene, einen Antirassismusbeauftragten und im Übrigen auch Ansprechpersonen bei der Staatsanwaltschaft.